Und vielen Dank an die Leihgeber dieser Filmkopien, besonders zu Herrn Bundesarchiv und der Murnau Stiftung. Und dann danke ich natürlich vor allen Dingen und an erster Stelle Olaf Müller für sein unglaubliches Engagement. Er ist hier, er wird in den nächsten Tagen, auch morgen, ausnahmsweise montags Kinozeit, auch morgen in Filme einführen, sie ihnen vorstellen. Und er steht, denke ich, auch jederzeit für Gespräche mit seinem Fachwissen zur Verfügung. Ja, heute eröffnen wir mit zwei Meisterwerken. Wir zeigen ja Wir sozusagen, zeigen nur Meisterwerke. wir Darunter zeigen mache ich es nicht. nur Meisterwerke. Heute eröffnen wir mit zwei, wie kann man sagen, nein, es ist ja erstaunlich, dass man gar nicht mehr voraussetzen kann, wenn man sagt, bekanntere oder unbekanntere Meisterwerke. Eigentlich ist es so, dass die meisten Filme, die wir zeigen, heutzutage, bis auf wenige, ich sehe einige Fachleute unter Ihnen, unbekannt sind. Also zwei Meisterwerke, Der gläserne Turm von Harald Braun aus den Jahren 1957 und Schwarzer Kies von Helmut Keutner. Zwischen diesen beiden Filmen laden wir Sie herzlich ein zu einem Empfang. Wenn Sie Lust haben, trinken Sie mit uns ein Wein oder Bier oder was auch immer. Und es ergibt sich vielleicht dann auch die Möglichkeit, miteinander zu reden. Haben Sie ganz herzlichen Dank und jetzt Olaf Möller mit seiner Einführung. Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Schön, dass Sie gekommen sind. Man könnte ja auch anderes machen. Zum Beispiel läuft gerade das WM-Qualifikationsspiel Finnland gegen Kroatien im Fernsehen. Ich wollte eigentlich im Stadion sein, in Helsinki, aber jetzt bin ich doch hier. Und es wäre auch gar nicht in Helsinki gewesen, sondern in Turku, wenn ich das richtig erinnere. Also hochkarätig muss jetzt die unbezwingbaren Kroaten ohne mich bezwingen, all dieweil ich hoffe, Ihnen ein kleines bisschen was sagen zu können zu diesem, ja, zu einem der Filme, die auch in Locarno, glaube ich, für extrem viel Furore gesorgt haben und die lange Zeit, sagen wir es mal, parakanonisches Werk war. Insofern, als es ein Film war, der hatte seine Fans, aber das waren dann auch nur ein paar, die ihn halt wirklich als eines der großen Werke immer gefeiert haben. Aber auch da man ihn ja so selten sehen konnte, war das halt dann auch immer so ein bisschen, ja, worüber reden die jetzt eigentlich? Was ist das, der gläserne Turm? Historisch gesehen ist der gläserne Turm vor allen Dingen der erste Film, wo der Kontakt zwischen dem, was man damals Altbranche nannte, und der sogenannten jungen deutschen Literatur stattfand. Sicher, wir haben vorher von Ottomar Domnick Jonas, der ein Voice-Over hat von, ach, der fällt mir jetzt gerade nicht ein, das war ganz wichtig, Enzensberger, Hans Magnus Enzensberger, genau. Aber Domnick als doch sehr eigenwillige Persönlichkeit lässt sich diesem sozusagen dieser Welt Altbranche nur bestenfalls extrem lateral zuordnen durch seinen Bruder Hans Domnick, den Regisseur und Produzenten, der sehr eng verknüpft war mit der Filmaufbau Göttingen unter anderem. Braun hingegen war eine der Zentralfiguren des Kinos der Zeit, wenn auch eine Zentralfigur, die zu dem Zeitpunkt schon quasi auf, sagen wir mal, harte Zeiten sich bei jeder Premiere gefasst machen musste. Braun ist der Regisseur von Nachtwache, den wir, glaube ich, am Mittwochabend zeigen, richtig? Ist es Mittwoch? Ja. Und damit einem der wirklichen Schlüsselwerke der ersten Jahre der Bundesrepublik. Braun wurde damals als ein Revolutionär gefeiert. Man weiß im Rückblick nicht so genau revolutionär in welche Richtung jetzt, aber auf jeden Fall revolutionär. Das Wort taucht unglaublich oft in den Nekrologen auf und auch in einem sehr hübschen kleinen Gedenkbuch, das aus evangelischen Kirchenkreisen über ihn kurz nach seinem Verscheiden veröffentlicht wurde. Aber es wurde halt sehr, sehr bald sehr, ich bin geneigt zu sagen, still um Braun als Figur.
Braun dreht zwar noch mit Vater, braucht eine Frau oder braucht eine Braut, ich vertue mich bei dem Film immer, einen ungeheuer erfolgreichen Film, der unter anderem dazu beitrug, die unvergleichliche Ruth Leuwarick als eine der Diven des BRD-Kinos zu intronisieren. Aber so ziemlich alles, was er ansonsten gemacht hat, wurde oft genug aus dem einen oder anderen Grund angefeindet und ich habe zum Teil das Gefühl, wirklich willentlich missverstanden. 1957 hat Braun echt schon richtig viel auf die Nuss bekommen. Und trotz allem macht er weiter, wie so viele Regisseure in der Zeit, und wagt sich an etwas, was halt eben davor niemand gewagt hat, nämlich ein Drehbuch, ein Treatment von einem der enigmatischsten jungen Autoren dieser Epoche, Wolfgang Köppen. Der Gläserne Turm ist die einzige Originalkinoarbeit Köppens. Er war von der Erfahrung mit dieser Produktion derartig angefressen, wie man in Österreich sagt, dass er danach nie wieder wollte. Das Ganze wurde natürlich auch gerne als ein authentischer Fehlstart für diese Kollaboration gesehen. Nichtsdestotrotz kam bei diesem scheinbaren Fehlstart ein Film heraus, der unglaublich viel über diese Zeit erzählt und der auch sehr stark in diesem historischen Moment verankert ist. Ich erspare Ihnen jetzt unendlich lange Ausführungen über das Jahr 1957 und sage einfach nur, dass das vielleicht das wichtigste Jahr in diesem gesamten Zeitraum ist. 1957 ist das Jahr, wo unglaublich viel zusammenkommt in der BRD und andererseits unglaublich viel zerfällt. Es ist das Wendejahr. Es ist auch das Jahr, in dem die Bundesrepublik, sagen wir mal, so langsam ernst mit sich selber machen kann, dass sie auch zum Teil sehr hart mit sich selbst ins Gericht geht. Das ist eine der Dinge, von denen der Film erzählt, dem Untergang eigentlich der Wirtschaftswunder, das wird der Wirtschaftswundermacherwelt. Andere Geschichte, die darin erzählt wird, ist die einer Emanzipation. 57 ist für die, sagen wir mal, auf einer rechtlichen Ebene, für die Gleichstellung der Frauen in der BRD ein relativ wichtiges Datum. Es ist interessanterweise aber nicht das wichtige Datum für die schwul-lesbische Kultur geworden, die es hätte werden können. 56 war ein Jahr von sehr, sehr fundamentalen Diskussionen über soziale Neuordnungen. Und es ist dann vielleicht ganz interessant eben zu sehen, dass man eben das mit den Frauen sozusagen noch so irgendwie hingekriegt hat. Bei genauer Betrachtung war es jetzt keine große Sache, weil letzten Endes der Paragraph, der geändert wurde, ohnehin im Widerspruch zum Grundgesetz stand und eigentlich gar nicht hätte angewandt werden können. Egal, langweilig sind Sie nicht damit. Was eine Sache ist, auf die man in dem Film auch noch mal gucken sollte, ist, es gibt unter anderem da drin ein religiöses Theaterstück. Das ist natürlich etwas ziemlich Wichtiges für die Figur Braun, der einen Hintergrund in der protestantischen Theologie hat. Wenn ich es richtig erinnere, sein Vater war Pfarrer und er selber hat im Umfeld eines protestantischen Verlags sagen wir mal, künstlerisches Schaffen begonnen. Es ist aber halt auch so, dass in den 50ern weltweit, sagen wir mal, religiöse Stoffe teilweise in sehr modernistisch abstrakten Inszenierungen modern waren. Wenn man jetzt also diese Inszenierung von diese Jungfräulichkeitsgeschichte sieht, beziehungsweise es ist eher eine Variante über die Marquise von O, dann sieht man, das sieht aus heutiger Sicht sehr, sagen wir mal, abgehoben aus, war aber damals, denke ich, ziemlich zeitgeistig. So, wenn Sie noch mehr über den Film wissen möchten, dann würde ich Ihnen raten, das exzellente Buch über Harald Braun zu erwerben, das, glaube ich, letztes Jahr herausgekommen ist. Da finden Sie nämlich ein unendlich langen Aufsatz von mir über das Schaffen von Harald Braun. Der ist echt elendiglich lang und ich finde ihn immer noch viel zu kurz und da steht wahnsinnig viel Detailzeug über der gläserne Turm drin. Ein wunderschönes Buch trotz meines Beitrags und damit entlasse ich Sie jetzt endlich in das, was Sie wollen, nämlich den Film. Ich bin, wie gesagt, nachher auch noch da.
wenn es denn sein muss. Und ja, also jetzt viel Vergnügen mit diesem. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den jetzt schon gesehen habe und er macht mich immer wieder glücklich. Es gibt wenige Filme, die so ungeheuer befriedigend sind wie dieser Film. Meine Fresse. Ja, viel Spaß.